Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate General Civil War. So, ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ihr wollt mal sehen, was so meine Leute für Ausrüstung haben. Der hat, oder die haben Springfield. Yes, sir. Die Schützen haben Springfield. Warum habe ich die Waffe genommen? Gute Frage. Ich habe sehr viel im Laden immer und ich habe sie auch anfangs häufig gehabt. Macht aber nicht so viel Damage. Reichweite 250. Gibt deutlich bessere Waffen. Habe ich da noch welche im Lager? Aber der macht nur 12,5. Und von der 12,5. Ne, da sind mir die 18 lieber. 250 Reichweite. Die Springfield hat 340. Mississippi 3 240 Feuerrate 40 und die andere, was hatte ich dir gerade geguckt? Die hier 49 akkurater Melee Damage will ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Wir müssen Das ist Schäfer. Schäfer ist ein Soldat und der muss ja eigentlich Waffen haben, die Ladezeiten und Effizienz besser sind. Nahkampf ist uns eigentlich Wurst. 300 Reichweite. Würde sich da die Effizienz verbessern. Aber Ladezeit nimmt zu. Oh, die ist deutlich besser. Die Pattern, wir haben die auch im Lager noch. Die würde ich doch nochmal nehmen. Der hat die Lawrence. Die Lawrence hat. Oh, Damage weniger, Reichweite dafür mehr. Die Lawrence ist auch nicht so gut. Ist besser als nachgebohrte und Pharma-Waffen. Wobei ich die nachgebohrte den Nahkämpfern, oder war es die Pharma-Waffe, den Nahkämpfern nochmal gebe, aber die haben auch mittlerweile was Besseres verdient. Das Problem ist halt, ich komme nicht an oder ich krieg zu wenig neue Waffen. Ihr seht, unser Waffenlager ist fast leer. Da steigt die Ladezeit, die von der Springfield. Dann kaufen wir die. Was ist das denn hier? Ups, mein Fehler. Oh, scheiße. Das ist ein Nahkämpfer. Der braucht die gar nicht. Der Nahkämpfer braucht die gar nicht. Der braucht ja eher was zum draufhauen. Da habe ich mich ja voll verguckt. Haben wir noch irgendwas Cooles? Shit. Jetzt habe ich ihn da weggenommen. Und das ist die Springfield. Dann gebe ich ihn die Springfield wieder. Ja, vielleicht sollte ich mal hier nochmal ein bisschen genauer drauf drüber gucken, weil hier, der hätte jetzt doch. Mit denen kriegen wir doch noch was Besseres. Hier. Die Enfield. Ausrüstung. Kanonen habe ich hier die napoleonischen genommen. Will hier damals nicht. Habe ich die noch? Ach, komm hier auf Lager. Ausrüsten. Haben wir noch 17. Dann kaufen wir noch ein paar. Ausrüsten. So. Ja, ich merke schon, ich sollte hier echt mal durchgehen. Was habe ich denn hier bei der Kavallerie noch? Ich hätte ja gerne meine Kavallerie immer so Nahkampfeffizienz. Und die sind auch recht teuer und sind auch nur 500 im Laden. Das sind nur Waffen. Das sind auch zu wenig. Nö, dann bleibt's dabei. Genau.
Die nachgebohrten Dinger, das können ruhig die Nahkämpfer behalten. Bei Nahkampf sieht man ja hier volle Pulle. Stone. Stone ist kein Nahkämpfer. Stone, könnten wir dir noch was Besseres geben? Ja, Lawrence ist effizienter. Macht aber wieder nur 11, uns Schaden. Nehmen wir die Springfield. Sir, yes, sir! Nahkampf kann bleiben. Blume kann bleiben. Osborne ist auch ein Schütze. Der kriegt dann auch mal die Springfield. Und dann lassen wir das erstmal so. Ein bisschen Geld sparen. Ich muss den Rest nochmal durchgehen. Vielleicht habt ihr da noch ein, zwei bessere Tipps. Oh, die Diebe Brigade. Hat schon bessere Waffen, okay. Ich weiß nicht, die habe ich durch eine Mission gekriegt. Diese Iron Brigade. Finde die geil, aber sie ist arschteuer. Und ja. Jetzt habt ihr mal von meinem ersten Korb das gesehen, umso höher die Korps werden, umso schlechter sind die Waffen. Naja. Oh. Schlacht von Winchester. Ich dachte, das geht mit Gettysburg los. Dann müssen wir noch Winchester spielen. Verdammt. Start. Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen. Am letzten Mittwoch ist nichts rausgekommen, ich weiß. Ja, Tanz in den Mai und so, ne? Was soll man dazu nur sagen? So, die haben ja eigentlich schon alle eins und viele mit zwei Sternen. Hier möchte ich noch mehr gerne meine Leute ein bisschen verbessern. Und wenn ich das vorsichtig sehe, müssen wir da die Stadt halten. Unsere Späher haben berichtet, dass Ewells Korps sich 2 Meilen westlich der Stadt befindet und bald hier sein wird. Setzen Sie Ihre Männer ein, um Winchester zu schützen. Es gibt mehrere Verteidigungspositionen im Umkreis der Stadt. Stadt ist immer gut. Und diesen Militärstützpunkt im Westen. Sie sind wahrscheinlich in der Unterzahl. Aber wenn Sie diese Verteidigungsposition weise nutzen, können Sie Ihre zahlenmäßige Unterlegenheit ausgleichen. So. Sind das schon alle meine Brigaden? Ja, sind sie. Scheiße. Ich überlege, ob wir uns hier nochmal vor der Stadt quartieren oder gleich reinmarschieren. Ich weiß nicht, wie gut... Scheiße. Warum habe ich einen Sherman im zweiten Korb? Habe ich das falsche Korb genommen? Nee. Warte mal, ich habe doch Sherman rausgenommen, weil doch irgendwer mehr... 3 Sterne, weil ich einen 3-Sterne-General hatte. Oder einen Anführer und nicht 2 Sterne. Warum ist denn... Warte mal. Komme ich hier nochmal zurück? Nee, ne? Scheiße. Den falschen Anführer. Ich habe... Bin felsenfest sicher, ich habe den getauscht. Na gut. Kanönchen mit Tönchen. Ich glaube, die nutze ich einfach mal, damit, um den Gegner zu verzögern. Wo wir sind in Unterzahl, ne? Macht das Sinn? So, du kommst in die Mitte. Weiß nicht, Kanonen aus der Stadt herausballern. Wie gut das funktioniert. Schütze im Nahkampf. Und euch schicke ich mal dieser Befestigungsposition. Start. Erstmal gucken, Mission. Winchester Militärstützpunkt halten. Okay.
Schon mal scheiße. Weil diese Kanonen sind ja schon dadurch in... Ne, ich weiß ja nicht, wo der Feind kommt. Oh, Backe, Backe, Kuchen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall nicht. Da bleibe ich im Wald. So, bewegt euch da mal in die Mitte. Mal gucken, ob zwei hier auf der Seite okay sind. Eigentlich wäre es vielleicht doch gar nicht so blöd, den diese Position einzunehmen. Dann kann einer vielleicht da weg. Hier könnten wir den als Köder nehmen. Damit er hier dann schön drauf schießen kann, wenn sie da rankommen. Ist nur so eine Überlegung. Wie viel Deckung habt ihr? 72. Wenn ich euch jetzt da reinstecke, so, wie viel habt ihr dann? Ihr habt auch 72. Brauche ich gar nicht drüber sprechen, ne? 87. Ich hasse diese Kurven hier. Wie viel habt ihr hier? 100. Das ist schon mal... Das klingt schon mal gut. 89. Könnt euch ein bisschen bewegen, ihr faulen Schweine. Und 100. Ist doch viel besser. Dann geh du mal in die Richtung der Kanonen. Oder der Kanone. Und ihr geht bitte hier in die Häuserinstellung. Ich habe keine Ahnung, von wo der Feind kommt. Der kommt von da. Das ist nur eine vorgeschobene Linie. Ich möchte sie nicht halten. Gibt es hier irgendwie vielleicht einen Platz? Oder vielleicht hier ein bisschen zwischen den Gebäuden? So, da kommen Einheiten mit... Sie gehen auch hier... Machen sich... Nein, sie machen dort eine Linie. Sie bilden dort eine Linie. Wo habt ihr mich denn gesehen, ihr Knalltüten? Ich will ja nur, dass ich die Kanonen auch in Deckung sind. Knallt die ab, die Pfeifen. Na, ihr kommt nicht ran. Na, von da unten kommt einer. Reicht Feuer. Na, wird er hier um zu gehen? Hier gleich auf die größere Einheit. Das da unten gefällt mir nicht. Komm mal hierher. Ach, da ist noch was. Na,
wird zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist zu viel. Und Pause. So. Na wohl. Ich lasse ihn nochmal. Zumindest bis die Ecke da frei ist. Weg da. Holt sie euch. Haut sie da weg. Okay, zurück. Zurück. Sie gehen da rum. Muss da bald weg, aber ich habe eigentlich gehofft, dass die hier vorher weg sind. Ich glaube, die Kanonen ziehe ich noch ein bisschen weiter zurück, damit wir die Einheiten da hinten treffen. So. Dieser Wald gefällt mir schon mal viel, viel besser. Drehen. Das fällt er nur bald nicht mehr aus. Ich hätte gerne hier noch, dass sie ein, zwei Mal laufen, verdammte Axt. Lauf! Wir müssen den Walter aufgeben. Laufen. Na, es wird nichts. Komm, haut ab. Haut ab. Laufen! Sonst kommen die Jäger noch da von da oben und seid ihr Platz. So, kommt ihr nochmal da weiter rein? Ja, die laufen. Scheiße. Wo ist das? Die habe ich zu spät abgezogen. Die habe ich zu spät abgezogen. Jetzt habe ich da nochmal 15 oder so Mann verloren, deswegen. So. Nee, komm, auch das wird nichts mehr bringen. Scheiße, das ist zu spät. Haut ab. Haut ab, laufen. Das war's mit der vorgezogenen Linie. So. Wunderdeckung. Eigentlich von der Seite darum. Aber wir lassen sie nochmal da drauf ballern. Ah nein, du nicht, mein Freund. Und halt! Komm zurück, komm da rein. Deckung. 100, 100. Könnt ihr mal da euren Hintern bewegen? Danke. Der bewegt sich immer noch nicht. 12 Mann jetzt tot wegen. Weil ihr euch nicht bewegt, kommt ihr da mal rein. Was ist dein Problem? Komm da rein. Hallo, komm da rein. Der läuft da nicht rein. Mamma mia.
So. Wir dürfen nicht in die Stadt, die Schweine. Jetzt wird er flankiert, weil er... Ach, Scheißendreck. Gut. Gut gemacht, Fels. So, Kanonen dahin feuern. Kanonen. So, halt. 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 Ich muss diese Position aber halten. Du auch. Halt. So, nur mit dir bin ich nicht so ganz sicher. Guck mal ein bisschen weiter rein. Du stehst mir da so an der Ecke. Halt, reicht mir schon. So sieht's schön aus. Müssen nur aufpassen, dass sie hier nicht den Weg finden. Wenn ja, müssen wir unsere Linie ändern. Gott sei Dank wohne ich nicht in Winchester und ich habe auch keine Häuser in Winchester. Nee, Kanönchen mit Hühnchen, bitte dahin. Kann ich euch auch gezielt... Ja, da schön an der Seite wäre toll so, ne? Haut da mal schön rein. So, die Jäger laufen, aber hier ist Smith, der ist motiviert. Ich hasse Motivierte. Ihr kennt das ja. Peabody, einmal auf den Smith. Der Walker, der Texas Ranger, da kommt. Für die, die ihn noch kennen. Gut, der läuft. Und bitte dann auf den Walker. Auf den Walker. Also nach diesem Kampf gibt es ganz günstige Grundstücke und kaputte Häuser in Winchester zu kaufen. Also wenn ihr schon immer mal ein Haus haben wolltet für kleines Geld in Winchester, könnt ihr dann welche kaufen. Wenn euch ein paar Kanonenlöcher nicht stören, ein paar Einschusslöcher, sollten die Preise eigentlich hier günstig sein. Man könnte ja auch, ich sag mal, wenn das so ein Kanonenloch ist und ich sag mal, wenn das nicht ganz kaputt ist, ne? Nur so ein schönes, rundes, großes Loch, dann kann man da ein Fenster einbauen, ein rundes. Oder, ja, keine Ahnung. Lüftungsschlitz. Naja. Was man auch beachten könnte vielleicht, wenn man Särge herstellt oder Friedhofssteine. Ich könnte mir vorstellen hier, nach der Schlacht, könnte man hier echt gut Geld verdienen. Ach nee, wobei die Soldaten, die haben ja nichts. Ne? Was haben die überhaupt mit den Leichen gemacht? Haben sie diese Soldaten selber begraben? Wahrscheinlich, oder? Warum wird hier nichts angegriffen? Ich habe so das Gefühl, ich habe hier Einheiten verschwendet. Ich glaube, ich brauche gar nicht raus. Also die kommen mir ja schon alle immer entgegen und verrecken. Ich finde das schon sehr zuvorkommend von den Herren. Habt ihr, könnt ihr noch, habt ihr Lust? Genau, schießt mal auf William. Überhaupt? Weil die Kanonen sind in die Richtung ausgerichtet. Oh, Peabody hat schon ein paar hundert Mann verloren. Okay, das war eine 2000er Einheit. Ich dachte, das wäre eine 2500er Einheit. Ah, hier stellt sie schon breiter auf. Die Mitte muss fallen, damit er die Mitte auffüllen muss.
Dolls, damit der hier nicht weiter rumkommt. Ansonsten muss ich da einen abziehen. Oh, keine Munition mehr. Oh nee, tut mir das leid. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut gehalten hätte, hier, diese Position, auch wenn ich diesen Zaun, Gartenzaun mitgenommen hätte. Ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Ah, schießt ein bisschen daneben, da sind die Feinde und hier kommen die Kugeln hin. Passt nicht so ganz genau, finde ich, aber... So, ich hoffe, Dolls macht dann hier, kommt dann hier rüber. Jo, der läuft. Super. Das heißt, die Linie wird nicht lang gezogen. Für mich. Ich könnte eigentlich mit den beiden Truppen Risiko fahren und einfach hier seitlich rangehen, damit die weiter weggehen wieder. Aber das lassen wir mal. Sollen sie mal kommen? Sollen sie mal kommen? Habe ich gar nicht aufgepasst, wie viele Soldaten wir aus der Schlacht kriegen könnten. Aber ich hoffe ein paar. Ich habe glaube ich nur 2000 noch auf Reserve. Ich überlege gerade, wenn ich diese Stadt eingenommen hätte, ich glaube, ich hätte mir klassische wobei Winchester, ist das eine Stadt der Südstaaten oder der Nordstaaten? Wenn es jetzt nicht meine Stadt wäre, hätte ich mir einfach ganz beschissene Katapulte gebaut und dann mit irgendwas Brennbarem diese Stadt weggefackelt. Dann wäre ja quasi auch deren Deckung weg, aber wir hätten dann ja, eine kaputte Stadt gehabt. Naja. Krieg ist schon scheiße. Eine Stunde noch, das ist irgendwie, will ich was machen. Der ist ja immer noch da. Na gut, der hat schon, das war eine 2500 Einheit, aber hat 1000 Mann getötet. Der hat sein Geld reingeholt. So, ich möchte eigentlich ein bisschen seitlich aufräumen. Los, jetzt er nochmal. Feuer, Feuer, Feuer. Da muss er laufen. Der muss er Angst haben hier. Da muss er doch spüren, dass er nicht gewinnen kann.
Nochmal 5 Meter rüber. Ja, oder so. Nur ein Schritt. Braucht nur einen Schritt nach vorne. Oder gar nicht mehr. Ah, jetzt geht er sich schön zu uns. Mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. Dann geht er wieder zurück. Na, wir müssen ja nicht hier alles platt machen und ihr könnt dann auch wieder zurück. Und da, er hat einen Mann deswegen verloren. Das finde ich ganz okay. Er hat natürlich ein paar mehr verloren. Aber jetzt ist hier ein bisschen Ruhe im Karton. Oh, nicht in Ruhe, Karton. Da kommt der Karton. Daniels, umdrehen. Daniels, Attacke, Attacke. Die Idioten greifen nochmal richtig an. Nahkampf. Charge. Charge. Macht sie tot, die Schweinebacken. Hier gleich auf den Stuart, damit er sich das gleich wieder anders überlegt und nach Hause geht. Ihr schießt nicht auf meine Leute. Und Peabody, halt Peabody, Peabody, komm zurück. Zurück Peabody. Nein, Peabody, böser Peabody. Geh zurück. Junge. Alter. Haben sie dir ins Gehirn gefickt? Du auch. Oh, oh, oh. Zurück, 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 zurück. Holla, die Waldfee. Zurück, zurück, zurück. Du bist wieder auf Position, Gott sei Dank. Genau. Hau sie ruhig weg. Und das reicht, kommen wir zurück. Und Phelps, hier, komm. Da auf die Position. So. Schießen. Schießen. Kommen wir mal rüber. Und schießen. Oh, Gefangene. Wollte ich gar nicht. Aber ich komme mal jetzt. Nee, Zug, du musst eigentlich nicht mitmachen. Dreh dich um, Zug. Oder einfach nur so halten. Du auch, halt. Peabody, dreh dich ein bisschen. Und du kannst dann in die Richtung gucken. Du kommst ein bisschen weiter rein. Sollen sie doch kommen, die Schweine. Sollen sie doch kommen. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das war so ihr letztes Aufbegehren. Ah, vielleicht nochmal 5 Meter nach vorne. Hier Kanon. Der Gordon, der will. Los, auf den Gordon. Bock der Gordon. Und dann der Stuart nochmal hinterher. Hey, hey, bleib mal da auf der Seite. Gut, der hat sich in Luft aufgelöst. Gordon will nach Hause. So, der hat auch keinen Bock mehr. Damit der mir nicht weiter auf den Sack geht, schießt man mit Kanonen ein bisschen drauf. Hier, Junge, du wirst geflankt. Bleib mal, dreh dich mal wieder um. Einfach ein bisschen umdrehen und geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Du hast schon genug gemacht, Zock. Dasselbe für dich auch. Einmal drehen bitte.
Gordon will jetzt auf einmal schnell nach Hause. Und ihr haltet die Position. Halt. Fünf Ingame-Sekunden noch. So, nochmal auf Stuart geschossen. So, auf jeden Gefallenen von seiner Gruppe. Das sind zwei Tote. So mag ich das. Bei Peabody ist es noch besser. Alter Schwede. Peabody hat 1600 Mann gekillt. Rat mal auf aufgerundet 500 Mann. Also sind es 1600. Gut, schnell aufhören, bevor wir noch weitere Verluste bekommen. Die hatten eine Stärke von, sag ich mal, 20.000 Mann, haben 2500 Mann verloren. Das ist richtig wenig. Finde ich gut. Und der Feind hat Verluste, ja. Zwei Drittel. Ja, das war doch spitze. 4.400. Gut. Und Karriere wollte ich jetzt mal Nachschub oder... Ach hier, Waffenermäßigung. Ich habe eigentlich gerade noch die Hoffnung, dass bei der Wirtschaft auch... Das, vielleicht wisst ihr das ja. Ist Wirtschaft wirklich nur dafür, dafür gut, um halt günstiger die Waffen zu bekommen? Oder kriegen wir auch mehr Waffen im Laden? Da haben wir mehr die Möglichkeit, sagen wir es mal so, mehr Waffen im Laden zu kaufen. Weil hier steht nur... Wirtschaftlichkeitsstufe sinken, die Preise für neue Waffen. Ja, aber die Waffen interessieren mich ja eigentlich nicht von den Preisen her. Ich habe ja genug Geld. Das ist mir eigentlich Wumpe. Ich brauche nur mehr Waffen, die ich zeitgleich kaufen kann. Ich habe meistens das Problem, dass zu wenig Waffen da sind. Aber nur gut. So, wir haben Ausbildung und Truppenteil auf 10. Ich hätte gern... Medizin haben wir auch auf 10. Und nicht ganz auf 10. Könnte ich noch machen, aber hier mit bald Gettysburg... Und ich hätte gern doch lieber Munition. Genau. Supi, jetzt kümmere ich mich hier um meine Verletzten. Dass wir da wieder alle mal voll beschäftigt kriegen. Vollbeschäftigung. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein Haus sucht oder eine Wohnung in Winchester, könnt ihr da günstig zugreifen. Und wenn euch dieser Tipp gefallen hat und auch dieses Video, hinterlasst mir doch gerne einen Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal bei Gettysburg. Ciao!